Und damit willkommen zurück zu Shardlight. In der letzten Episode haben wir die Vision gehabt und die hat uns am Ende einen Raben beschert. Und kurz danach hat er uns gewartet und hatte ein rausgerissene Seite eines Buches und darauf war ein Bildnis einer jungen Dame und wir haben festgestellt, das hängt mit der Jess, also der Anführerin von diesen Reaper, dieser Reaper-Vereinigung zusammen. Weil der Reaper dort in der Nähe, wo das Bild aufgehangen war, erschienen ist, ihr und ihren Freund mitgenommen hat, die Seele zumindest. Das heißt, wir gehen dorthin und gucken mal, was es denn genau bedeutet. Nummer 1 würde ich mal kurz speichern. Wir machen mal Elan 67. Sehr gut, was haben wir denn hier? Ein Wrack. Nothing useful. Looks like all the oil leaked out of the engine a long time ago. Okay, Öl ist alles ausgeflossen. A Dust in Algonquin. Cheap and reliable, but not the most fun to drive. Or so I've heard. Okay. Billig und man kann einigermaßen damit arbeiten, aber es ist trotzdem nichts. Also irgendein Auto. Vollkommen irrelevant. I don't think I should get too close. Okay, eine Doesn't Leiche. Look like he's been here that long. Poor guy. Ist es nicht aber... Er ist nicht lange hier, aber ist es nicht besser, wenn solche Leichen entfernt werden, um nicht gerade noch mehr Seuchen die Möglichkeit zu geben, hier sich auszubreiten? Aber vielleicht war lange keiner mehr hier gewesen. Das hier eigentlich. Huh. Truck. An old German model. Ah. The aristocracy must have missed this one during the purge. Picked clean. Not surprising. The parts for this were rare even before the bombs. Okay, also ist schon auseinandergenommen worden. Was haben wir hier? It looks like an old record player. Können wir daneben? Nothing useful hidden under. It's sad to see a nice machine just left to the. Okay, ein paar Blätter. Hier haben wir Traube. Okay. It's of no use to me. This is still in really good condition. It might be worth having. Okay, den Arm haben wir mitgenommen, ansonsten. Completely. You don't see many of these around. I'm not sure I can see anything useful to do there. 20er-Zone, 70er-Zone. Another old road sign. Doesn't look like. Ein Skelett. Nothing useful. Just another victim of the wastes. Looks like he's been here for decades. Okay, seit Jahren schon hier. Der war frisch da drüben. Die ist ein bisschen älter, die Leiche. I really hope I don't end up like this. This corpse is missing its left arm. I wonder what happened to it. Linke Arm. This corpse weg. Okay. Shouldn't get too close. The last thing I need right now is to cut myself. Ja, wir müssen schneiden, deswegen nicht. Just a memory of whatever this building. Das Gemälde. It feels pretty smooth. I don't think this is an original version of the painting. So this is Lady Twiner. I wonder who she was. Twine? Twin? Warum nicht Twinner? Oh, das ist das Schlimme an der englischen Sprache. Twiner. Aber Twins wirst gleich geschrieben, komplett anders ausgesprochen. Ich weiß, mir am Gesicht was machen muss. Ich gehe mal ganz kurz raus. It seems to be running fine. Genau, das war die Wasserpumpe, was ihr Freund damals An gemacht hatte. An old water pump. Kind of reminds me of the reactor in Sector 82. Da irgendwas dazu noch angeschlossen? Nee, okay. Dann speichern wir mal. Ich bin mal gespannt, was sie mit dem Gesicht machen können. So. Können die Augen? It definitely feels like there's something behind the canvas, but I can't rip it with my bare hands. Poking this painting would just damage it more. Okay, sie meint, da ist was dahinter mit den normalen, also sie kann sich einfach aufreißen. There are a couple of weird bulges here, as though there were something hidden behind the eyes. Also Buildings, also das ist auf gut Deutsch, guckt mal an, wenn man hier so guckt, Aushöhlung oder Erhebung. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das Schrapnell und was kann ich hier machen? Ah, okay. Und finden die Münze, das ist für den Zug, das Zeichen und den Schlüssel. This can't be a coincidence. Someone is leaving me a trail. Vor allem ist das. It feels pretty smooth. I think I've done enough damage.
poking this. Aber ist das jetzt für nur eine Person versteckt worden, diese ganzen Sachen? Oder nur für sie speziell? Weil es ist die ganzen Jahre ein Bildnis, was hier noch hängt und relativ trotzdem in guter Verfassung. Was immer erneuert. Ich meine, es fällt ja auf. Und jeder, der hier rum geht und Zeug einsammelt, wird natürlich so ein gutes Gemälde auch nehmen und es verscherbeln an Leute, die Geld haben. Okay, was haben wir hier? Die Münze? This symbol looks familiar. Where have I seen it before? Das können schon zwei Sensen sein. Es ist auf jeden Fall das an den Zug gewesen. I wonder what this. Okay, und der Schlüssel. Damit haben wir einen Hinweis, wo wir hingehen als nächstes. Nämlich zu den Salzfeldern. Ich gucke das Symbol mal an. Tür. Schlüssel. It's perfectly. Perfekt, und damit können wir rein. What was that noise? There's nothing in there but dust. Das erste, wenn ich in so einen alten Zug oder eine seltsame Sache in so einer Endzeit komme, ist erstmal schauen auf den Boden, ist da wirklich Staub ohne Ende oder gibt es da Spuren, dass vor kurzem hier irgendjemand langgeschabt ist, vielleicht sogar so gesäubert, nur weil hier Staub, die kann ja der ganze Boden zum Beispiel genutzt worden sein. The sign on these says, do not store anything heat sensitive inside. Okay. Wärmeempfindliches. Bücher. These look like the types of books Nelson collects. Nelson, what are those doing in here? Also, typische wie Nelson Bücher hat, aber ich glaube, in der Welt sind sowieso Bücher selten geworden, deswegen sind alle Bücher erinnern sich an Nelsons Bücher. Was haben wir hier noch? Feuerungstechnischer? Förderscher? It's no good. Looks like it all evaporated quite a while ago. That thing looks real. Okay, hätte ich mitgenommen als Waffe zweiweise oder so. Okay, gucken wir uns gleich an. Control Block, da kann man irgendwas Tolles machen. I don't think that would be a good idea. That's where the locomotive's guts are. There can't be anything of much use in there now, though. Guts, die Eingeweide von der Lokomotive. Also kann sie jetzt eh nicht gerade viel damit machen. Was haben wir hier noch? It doesn't seem to do much. Makes sense, considering the train's not using any fuel right now. Treibstoff, so ein einfaches Treibstoffsystem macht es halt aber nicht viel, weil braucht ja keinen Treibstoff. Interesting. Looks like some kind of manually controlled fuel regulator. Können wir es regulieren? Okay, was gibt's noch hier hinten? Es ist erstaunlich offen, oder? Und gedacht, dass mehr Ebenen sind. Not much point in pulling it, considering. I wonder if this is what caused the train to make its final stop. Okay, eine Notbremse, die man ziehen konnte, und sie wundern sich, ob das damals dazu geführt hat, dass eben der gehalten hat, aber ich meine, überall, wo diese Shardlights hängen, dieses selbstleuchtenden Uranscherben, spätestens da sollte man doch wissen, ja, dass hier jemand gehaust hat. Okay, ich gehe zurück. Ich wusste nicht, wie weit es noch geht. Wir gucken uns mal den Kontrollblock an. Was haben wir hier? I think I remember Dad having this exact same one in his shop. Ein Pin-Up. It would probably disintegrate if I touched it. Es wird gleich so zerstauben, wenn es rangeht. Das hatte ihr Vater auch gehabt, wahrscheinlich. Was haben wir hier? I don't think that would be a good idea. Gegensprechanlage, oder? Not giving a very accurate reading currently. It's stuck in place. Looks like a gear. Okay. You've seen one button, you've seen. Okay, kann man was einstellen? Oh, okay, man muss wissen, was man genau macht. I can't think. I can't do much with the plaque except read it. Okay, dann lesen wir. Most of the text is faded, but I can make out the words McNulty Hatch Corp at the bottom. Hatch Corp. Doesn't seem to have done. Hello? Nothing. Okay, muss man irgendeine Reihenfolge das machen. Dann kann man den starten lassen, den Zug, oder irgendwas anderes machen, was wir brauchen. Und dann müssen wir was finden. So ein bisschen wie bei Hand of Blood, bei der Einfolge, wo das diesen U-Bahn-Simulator hatte, wo er auch alles erstmal rausfinden musste, damit man überhaupt startet bei den 1000 Tasten. So, was haben wir hier noch?
I don't want to accidentally damage them. Okay, I don't think I've ever seen them grow so lush indoors, or anywhere for that matter. So, es gibt hier noch was. I wish I could put my feet up on something, but now isn't the time. Eine kleine Hitsche. A footstool. Is there really a need for comfort in a place like this? Joe weiß, wer gehaust hat. Hatch? There's a little plaque on it that says McNulty Hatch Corp. It's sealed tight. I won't be able to open it like this. Looks like some kind of... Okay, ich krieg das nicht so auf. Aber das ist McNulty. McNulty? Das klingt irgendwie bei Legends of Larry L. I might accident... It's... Sie finden das schön mit den Bäumen hier? Aber da fällt mir Snowpiercer ein. So eigentlich dumm die Idee von dieser Snowpiercer-Serie ist, ein Zug mit 1000 Waggons, der durch die Gegend fährt, weil man sich überlegt, wie lang ein Waggon ist. Wie viel Kilometer lang dieser Zug sein muss und wie auch immer da das Energiesystem oder was auch immer geht, damit das kinetisch bewegt werden kann, während dann Schnee draußen um ist, desto cooler ist eigentlich die Idee, dass man eigentlich wirklich jedes Abteil hat, man wirklich halt dort durchgehen muss. Was das für ein riesentechnischer Aufwand ist. Das ist faszinierend, vor allem wenn du da ein eigenes Ökosystem hast an manchen Stellen und vielleicht eine Viehhaltung. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch eine Tür. Eins weiter. Eher private Gemächer. Hier ist so ein Knopf, was nicht geht. Someone around here has got a green thumb. Ein grünen Daumen, hoffentlich keine grüne Lunge. I don't know the first thing about caring for plants. So, was haben wir hier noch alles? Noch mehr davon? I don't need any notepaper. Ja, aber vielleicht drauf gucken. It's blank. Ja, aber dann nimm's mit und nimm einen Bleistift und kratz drüber, das Typische. Schön, wie haben was drauf geschrieben. It doesn't look to be in very good shape. Nein. Messing around with this record player isn't my highest priority right now. Okay, Grammophon. Nothing too interesting here. A few loose books. Okay, nichts, was sie irgendwie überrascht. Was haben wir hier noch? Records? A bunch of records. I've never even heard of half of these artists. Okay, hat noch niemals davon gehört von den. Ist halt wirklich älter schon, von diesen Musikern. I probably shouldn't mess around. Okay, sie will da nicht so groß Hand anlegen. Ja, ich würde ja gerne wissen, was für ein Banner ist. Würde ich sagen, sollte ich nachgucken? Eine Couch. Ach so, in diese Luke, Storage Luke, sollen Gepäckstücke und nicht Personen rein. Und um die freizuschalten, muss man 251 drücken und den Hebel nach unten ziehen. Ja, das ist doch mal ein guter Hinweis, dass wir uns mal aufschreiben. Haha, den Adventure-Notizzettel 251 und Schalter nach unten legen. Das machen wir dann. Warum auch vorne was machen muss, um hinten was freizuschalten. So eine Kombination, aber egal. Okay, was sagt sie denn hierzu? Das sieht seltsam aus. Die Tür geht nicht, es geht nicht weiter, obwohl der Zug länger aussah. I haven't got time for reading right now. That's a lot of book. That's a lot of books. It rivals Nelson's. Ach so, also das ist sogar so viel Bücher, dass man sogar sagen könnte, das kommt langsam in, wie sagt man das auf Deutsch? In, kann sich Nelson ein Beispiel dran nehmen, übersetzt man das mal so in die Gegenrichtung, aber eigentlich, das könnte konkurrieren, genau konkurrieren, das habe ich gerade gesucht, mit Nelson seiner seinen Büchern. So, also 251 drücken. Jetzt müssen wir mal rausfinden, wo denn... Naja, es ist hier wahrscheinlich, oder? 2, 5, 1, runter. I think I heard something. Okay. Oh. Hold it right there. Keep your hands where I can see them and don't make any sudden moves. Now, who are you and what are you doing on my train? Moment. Diese Person versteckt sich jedes Mal dort unten, wo wir nicht mal wissen, wie viel Platz da ist. Plus, wer weiß, wie lange hier oben welche sind. Und die Frage ist vor allem, kann sie das von innen dort drin wieder öffnen oder ist sie dann darauf angewiesen, dass immer von außen jemand es aufmacht? Kann ein guter Platz zum Verstecken sein, kann aber auch ein total bescheuerter Platz zum Verstecken sein. I'm a friend. Okay, ich bin Amy. Ich bin ein Freund. Ich bin Amy. Und ich guck nur einfach rum. Ich bin Amy und ich wollte eigentlich schon gehen. Nee, wir machen Freund. Versuchen wir es erstmal. My name is Amy Wellard. And I mean you no harm. I'm a friend. A friend, huh? You can't fool me. I know a scavenger when I see one.
Lucky for you, I'm not in the mood to clean up any messes today. I'll let you see yourself out, but if you touch anything, you're gonna have to answer to old Betsy here. Understood? Yes, ma'am. Come on out here, you old flea bag. Ain't nothing too dangerous out here. I know. I'll feed you now, you old beggar. Okay, also wir haben gesagt, wir sind Freund. Ja, Freund. Ich erkenne Wilderer oder Plünderer, wenn ich sie sehe. Sie will aber hier nicht sauber machen, deswegen gibt sie uns die Chance, einfach zu gehen. Aber wenn wir nochmal ihren Weg aufkreuzen, werden wir Bekanntschaft mit der alten Betty machen. Ich glaube, damit meint sie ihre Schrotflinte. Und ja, hat dann alter Flohhaufen die kleine Katze genannt und ja, die kriegt gleich was zu fressen. Ich würde gerne speichern, weil ich Angst habe, dass die uns über den Haufen schießt, wenn wir sind. So, sehen wir da unten noch was? It's empty. Wollen wir einfach mal folgen? Komm. Holt. Still here, huh? I got my eye on you, so don't try anything funny. Ich beobachte dich, also mach nicht so irgendwas. Sollte sie sich eher jetzt fragen, wie wir überhaupt hier reingekommen sind? Also gerade wenn jemand, passt auf, wenn jemand meinen Zug, den ich für mich eigentlich akquiriert habe und hier alles drin lebe, infiltriert, verstecke ich mich dann wirklich als erstes? Und vor allem, wenn mich diese Person entdeckt hat und ich sie bedroht habe, würde ich dann nicht erstmal versuchen rauszukriegen, wie diese Person hier reingekommen ist, beziehungsweise den ganzen Zug absuchen, ob es da irgendeine offene Stelle gibt und festzustellen, nur, dass die Tür aufgeschlossen wurde, was mich dazu führt, um Himmels Willen, die Person hat Schlüssel gefunden. Es gab Schlüssel für meinen Zug oder wollte ich das vielleicht? Das ergibt irgendwie gerade wenig Sinn für mich, ihr Agieren. So, was ist hier? Die He's Katze. Busy. I'll leave him alone. Ja. He looks better fed than most people I know. Understatement of the year right there. Okay, das stimmt, habe ich vorhin gar nicht angeguckt, dass hier eine Schale ist. Also es ist besser im Futter als manch andere Leute, die sie gesehen hat bisher. So. She doesn't look to be the friendly type. Sieht nicht sehr freundlich aus, aber ich meine, sie lebt ja auch ein hartes Leben hier. Hi. What is it? Lebst du ganz alleine? Do you live here all alone? No, I got that fatso over there to keep me company and it suits me fine. Nein, sie hat den fetten Typ, den fetten, also den Kater dabei und das ist eine gute Gemeinschaft. Hast du draußen überlebt? Surviving in the wastes can't be easy. Take a look around. I got everything I need here and what I don't have, I go out and find. So, you're a scavenger? No. I don't go into places where people live and take their things. I'm not here to steal anything. I didn't even know you lived here. Uh-huh. Okay, also sie hat kein Problem damit, weil sie hat hier alles, was sie braucht. Naja, sie hat ein paar Pflanzen stehen. Woher kriegt sie Fleisch oder anderes Gemüse? Das trägt ja auch nicht ständig. Und draußen ist nur Salz. Das ist auch nicht die beste Grundlage für alles. Also stellt mal in Frage, außer der Zug ist noch deutlich länger und sie hat noch mehr versteckt. Und zweifelsfall, wenn sie was nicht hat, dann holt sie es sich. Und deswegen haben wir gesagt, ja, was, du bist auch ein Plünderer? Nein, ich gehe nicht dorthin, wo Leute gelebt haben. Also sie liebt lieber das Abgeschottete. So, was hast du all das gefunden? Ja. Where did you find all these things? I haven't seen living trees in the wastes for a long time. I didn't find it anywhere. It's all mine. I just carted it all out here when I shacked up on this train. Where did you come from? That's really none of your business. Okay, wir haben also lang keine echten Bäume mehr gesehen. Aber sie meint, also in Wastelands hier zumindest, außerhalb der Stadt wahrscheinlich. Sie hat es selber hier angepflanzt und ja. Und woher kommt sie denn eigentlich? Da wollte sie nicht antworten, das geht uns nichts an. Was ist mit dem Record Player passiert? Is your record player broken? Yes, I accidentally knocked it over a couple of weeks ago. I noticed you're missing the arm. Huh. You have one yourself? I did a long time ago, but not anymore. You know, I'm pretty good with machines. I could fix it for you if you want. Well, I won't say no, but don't expect any sort of reward for doing it. That's fine. I'm not looking for one. Uh-huh. Machen wir doch. Also, wir haben halt einfach bei diesem Grammophon
gemerkt, dass der kaputt ist und sie, ja, das ist vor ein paar Wochen passiert und sagen wir, ja, da fehlt der Arm wohl. Ja, hast du einen? Wir so, nee, das ist vor langer Zeit hätte ich mal einen gehabt, aber gerade nicht mehr. Wir haben ein Inventar, also es wird nicht drauf reagiert. Wir würden da gerne helfen, wir kennen es mit mechanischen Sachen gut aus. Sagt sie ja, da sagt sie nicht nein, aber wir sollen nicht erwarten, dass wir eine Gegenleistung kriegen. Natürlich erwarten wir es, weil wenn es keine physische Gegenleistung ist, kein Essen und so weiter, kann man zumindest erwarten, dass sie freundlich mit uns ist. Und das ist schon eine Erwartungshaltung irgendwo. Weißt du etwas über den Reaper? Ach, wir probieren erstmal Perfect Life. I just want you to know, I've got the perfect life. Good for you. My life would be perfect if you got off my train. Okay. Hat nicht funktioniert. Für sie wäre es perfekt, wenn wir einfach gehen würden. So, Reaper. What do you know about the Reaper? The Reaper? I remember hearing some rumors about a guy they were calling the Reaper, way back, around the time the plague started. Supposedly there were some burrs that meant he was coming to kill you, but I never ran into him myself. Hadn't thought about that in years, actually. I'll just be on my way. Also, warte, den einen Teil habe ich gerade nicht verstanden. Also ja, das gab es einen Typen, den hatten sie den Reaper genannt, am Anfang, wo diese Krankheit gestartet hatte. Mit irgendwelchen Vögeln, Mist, die gerade, das habe ich gerade nicht richtig gelesen. Mit Vögeln, die er getötet hat? Oder die für ihn töteten? Okay, da könnt ihr gerne jetzt nochmal zurückspulen, das zu lesen. Das habe ich gerade jetzt nicht auf dem Schirm. Aber wir spielen sie in einem Rush durch und wir haben jetzt den Arm und nutzen den einfach mit dem Record Player. This is just like the one Mom and Dad used to have. It looks like it's missing the needle, but fixing it wouldn't be too tough. I don't see how I can... Fits perfectly. That should work now. Okay. I don't think that would be a good... It's a little corroded, but it looks like there's a couple of flowers on this plaque. Must be the logo of the company that made this. Okay, ein paar Blumen drauf. Wahrscheinlich das Logo der Firma, die es gemacht hat. Still intact. A perfect. This is where the sound. Okay. Hi. What is it? Plattenspieler, so ich die ganze Grammophon sage ich die ganze Zeit. Ich meine Plattenspieler natürlich. Trottel. Ich hab's aber. Your record player's fixed. Is that right? And what exactly are you expecting from me in return? Nothing. Look, I'm not here to get something from you. Why I'm here has nothing to do with you. Well, that's how the world works. Nobody does something good for nothing. Some people do. I think you've been out here so long, you've forgotten humans can be good once in a while. This world eats good people for breakfast. I don't know what you're looking for, but I hope you find it. I'll just be on my way. Alrighty. Okay, wir haben es repariert und hat sie gefragt, was wollen wir dafür? Typischerweise ist nichts umsonst in der Welt und da meint sie so, ja, aber die war wahrscheinlich zu lange nicht mehr unter Zivilisation. Es gibt gute Leute, die das einfach aus Nettigkeit machen. Da meint sie, gute Leute werden dieser Welt zum Frühstück gegessen. Und sie hofft, dass wir finden, was wir suchen. Was hat das uns jetzt gebracht eigentlich? Also wir haben ihr Vertrauen. Wir können ihr jetzt die Münze geben. Hey, where did you find that? Over near Sector 67, do you know anything about it? I noticed the logo on the coin was the same as on this train. It's the logo for South Coast Transit. They own this railroad along with the public transportation system in the city. That there is a subway token. Before the blast, people would use those to ride the train underneath the city. Really? I had no idea there was an underground train in the city. Doesn't surprise me. Almost all the stations collapsed after the blast. There's only one left standing. Where can I find it? It's not too far from the quarantine zone. Just head up Ross Avenue and keep your eye out for the Wallys. The station is right next to it. Be careful down there. There's a whole network of tunnels. Don't want you to get lost. Don't worry. I'm not planning on wandering around any tunnel mazes. Okay, wir haben das Zeichen gezeigt. Da meinte sie, dass eben von dieser U-Bahn, South Train Corporation, wie das heißt, und die, das war das Logo gewesen und die haben mal ein riesen Netzwerk an Tunneln auch innerhalb der Stadt gehabt, was die Emi nicht wusste, wo man denkt, ja, okay. Liegt einfach daran, dass nach dem Bombenfall fast alle Stationen zerstört wurden und eigentlich kaum noch Leute dort unten waren. Es gibt nur noch eine intakte Station, wie sie meinte, und die hat es uns eben genannt jetzt. Wissen Sie... I don't think she... Okay. Na gut, dann gehen wir halt. Ich wüsste gerade nicht, was wir mit dir noch machen sollten. Aktuell.
Trotzdem frage ich mich, ich meine, ja, sie isst ein bisschen Gemüse und Obst, was sie anbaut, aber trotzdem, das kann ja nicht alles sein, wo du dich ernährst, oder? Okay, also hier, Wallis. Da. Wir speichern. Und ich würde sagen, was hier unten ist oder was wir noch an diesen Skeletten hier oben finden, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Landeto. Tschüss. Thank you.